Wir werden sehen, ob es was hilft an der Stelle. Ansonsten geht der Fest erstmal hier wieder rein. So. Feuer. Alle vier darauf. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Mitkommen. Das ist eine Illusion. Wie kommen wir da am besten hin? Dadurch. Im Namen der Lehre. Wie sieht's hier aus? Da läuft's noch. Sehr schön. Den Glibberbubs müssen wir auch noch wegmachen. Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Haben wir schon. So, mach mal die kleine Ungeziefer weg. Habt ihr? Sehr schön. Das da kein Weg. Haben Prätorianer schon wieder draufgegangen. Dann können wir auch gleich den ersten von den Dingern da wegmachen. Ah, komm schon. Komm schon, geputt. Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Schon dabei, schon dabei. Aber ich werde... wollte irgendwas machen. Nein. Haben wir auch gebaut. Sprich, mehr können wir nicht bauen. Dann bauen wir einfach noch mal ein davon. Was verlangt ihr von uns? Matriarchin Vorazun. Der erste Starthanger wurde gesäubert. So, ich denke mal, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Zack, wir warten, bis der dritte zumindest fertig ist. Oder warten, bis alle vier fertig sind? Die zwei. Wir warten, bis alle vier fertig sind. Wo willst du denn hin? Achso. Sammeln. Erstmal da sammeln. Genau. Jetzt muss ich bloß gucken, wo die drei sich verstecken, weil die vier haben wir ja. Sind zwei fertig? Nein, da fehlt noch ein bisschen. Komm schon. Mal noch ein fünften nachkommen. Schwupps. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Schwupps, 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 schwupps. Da rein. Eine Zeitschleife übergehen. Moment. Escape. 1, 2, 3. Zeitschleife. Was passiert jetzt? Ah! Gucke mal einer an. Ah, okay. Interessant. Was bist du? So, Bomben transformieren. Achso, das musst du die Status zeigen. Zack, du kannst auch. Das machen wir auch mal aktiv.
dann mops ich mir mal den. Zack. Und einfach um. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ein weiterer leeren Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, das was Ganze getan noch muss. Mal. Leeren Moloch. Zack, ich hätte gerne. Wollen es. Komm, sag mal. Fünf davon? Von den. Die haben. Z. Können wir davon noch welche bauen? Einen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten. Noch einen. Und das reicht. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Im Namen der Katu. Okay, ich glaube, ich verzichte mal komplett auf die Prätorianer, nehme komplett nur die Dunklen. Im Namen der ich bin die Klinge. Das dann nehmen wir noch mit. Sonst verkommt das ja noch. Overseer, ja, die können mich aufdecken, aber. Ich bin lediglich ein Schatten. Faszinierend. Ich füge mich. Ich bin die Klinge. Mach mal das komische Ding da weg. Mach mal das komische Ding da weg. Nee, erstmal die Moloch weg, genau. Dann kümmern wir uns. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Basis wird an den Upgrades What? Geführt. Aber es klappt, es klappt, es klappt. Okay, okay, okay. Wir sind safe, keine Panik. Da war noch so ein Eroberungsding, sie, genau. Faszinierend. Im Namen der Lehre. So, erstmal das Eroberungsding, sie, dann der Rest. Ich füge mich. Ich bin lediglich Chakul. Angst ist eine Illusion. Jetzt. Sind wir safe. Ich fühle mich. Komm schon, mach mal ganz den Pumperquatsch da weg. Dann einmal dahin. Ich bin die Klinge der Nerazim. Sieht aus wie ein Thron oder so. Faszinierend. Im Namen der Lehre. Sammeln wir mal noch den ganzen Pumperquatsch. Autsch. Macht doch nicht alles kaputt. Hm, befreien wir den da schon mal? Wir könnten natürlich auch. Wir haben einen zweiten Starthanger gesichert. Hervorragend. Kann man daraus Steuerung 0 machen? Kann man! Geil! Ich hätte gerne noch ein paar von den Krabbelviechern. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin und der Rest geht in die. Ich bin zurückgekehrt. Ihr habt nicht. Ich konnte aus. Geht da rein. Ich konnte aus. Und wir sollten. Weil es so schön ist. Einfach noch einbauen. Dann nochmal einen davon.
Bevölkerungslimit ist ja schließlich noch nicht erreicht. Ja, okay, dann bau erstmal weiter ab. Zack. Und dann machen wir uns hier eine kleine. Die Zerg haben in diesem Bereich ihre Stellungen verstärkt. Ein Orbitalschlag könnte uns helfen, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Ja. Greife Feind an. Amon schickt einen weiteren leeren Moloch. Na toll. Tötet ihn, bevor er die Verbindung zerstört. Gerade jetzt. Weißt du, genau jetzt, wo ich jetzt gerade verbraten habe. Ich bin die Klinge der Nerasi. Im Namen der Lehre. Der wird da wohl noch ein bisschen Schaden reinbuttern. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin die Klinge der Nerasim. Im Namen der Lehre. Lalala, ist er fertig? Faszinierend. Ja. Befehl an Chakul. Ich so, dann metzen wir uns einmal hier durch. In der Basis wird angegriffen. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, oh, geht. Ich füge mich. Will ich auch direkt sagen, Feuer. Hier wuseln mal nach da. Ich mops mir den mal. Der Glück kann der sich durchschummeln. Nee, kann er nicht. Ich bin lediglich ein Schatten. Er kann sich leider nicht durchschummeln. Ja, Mist. Ich füge mich im Namen der Lehre. Faszinierend. Nee, der kannst direkt angreifen. Wenn der Overseer nicht gerade da ist, dann kannst du direkt angreifen. So, und ihr wehrt euch ja auf jeden Fall. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch senden? Hierarch, nur ein Teil eurer Warp-Knoten ist zu Warp-Toren ausgebaut. Ich weiß. Ich empfehle euch, euch für eine dieser zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich hab noch einen. Ich bin zurückgekehrt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen, durch deren Versorgung ihr Maximum in der Lage sein, neue Krieger auszubilden. Also von daher. Du bist soweit? Du bist soweit. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Brauchen wir Mineralien? Könnt ihr euch mal um das Ding da kümmern, bitte? Initialisiere. Beginne. So. Jetzt würde ich sagen, schnetzeln wir uns doch einmal schön hier durch. Auf der Suche. Nach den letzten Ressourcen-Dings hier. Könnte es sich da versteckt halten? Ne. Clever. Ich bin die Klinge der Nerasim. Ah, hier. Ich füge mich. Im Namen der Erde. Da ist es. Ich schnappen wir uns das schnell. Ich bin die Klinge der Nerasim. Komm.
Blub, blub, blub. Die letzten Solarkernreserven werden gerade gebrochen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Hirach. Ja, sehr schön. Das würde ich sagen, wir arbeiten uns erstmal hier rein. Artanis, ich habe einen neuen leeren Moloch entdeckt. Er befindet sich direkt im Zentrum der Stadt. Zack, Steuerung 1. Moment. Was habt ihr denn hier vor? Ja, dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir müssen leider erst das hier platt machen. Greife Feind an. Im Namen der Lehre. Ich bin nie. Dann müssen wir leider erst das hier alles kaputt machen. Es tut mir ja fast leid. Im Namen der Lehre. So, da lang. Clever. Es gibt doch hoffentlich eine Verbindung von hier aus nach da oben, oder? Ja. Im Namen der Lehre. Gibt also doch noch einen schönen Übergang. Ich bin die Klinge der Lehre. Hat jetzt schon ein bisschen Angst, dass es keinen Übergang hier gibt. Attacke! Nein, das da ist kaputt. Dann das da. Dann das da. Jetzt. Geht doch. Ihr habt tapfer gekämpft, meine Krieger. Die Templer nehmen es jederzeit mit den Kreaturen Amons auf. Das klappt soweit. Einsammeln müssen wir nichts machen. Moment, warte mal kurz. Mal kurz. Ah, vergessen, da ein Türmchen hinzusetzen. Wir befinden uns im Chaos. Ja, ist ja gut. Ist doch gut, ist doch nicht so schlimm. Dafür seid ihr doch da, ihr sollt doch kämpfen. Ach, du hast wieder Langeweile, ne? Dann kannst du gleich da was draufsetzen. Dann bastelst du mal gleich einen Pylon nach da. Nach da. Da. Und. Wir konnten die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. Angst ist eine Illusion. Ja, Moment, es gibt hundertprozentig eine Mission, zerstöre alle Zerg-Verseuchungen. Nämlich hundertprozentig noch eine Mission hierfür. Warte mal, wenn ich sage, einmal dahin, zweimal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Geil. So, dann arbeite ich mal einmal da durch. Das kommt gleich noch. Ja, sollte ich auch. Geht gleich mal auf die Base da oben. Der braucht er noch. Na gut. Wenn ich... 75 Energie, wir haben keine Energie, okay. Ja, ich habe bitte eure Dienste. Komm schon, da ist noch ein Overseer gerade auch weg. Jetzt haben wir sie. Aber ich kann hier nichts, weil hier Glibber-Zeugs ist. Greife Feind an. Wieso nicht?
Dann setzt man halt dahin. Dann. Moment. Das ist wieder die Null. Dann brauche ich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kein Geld mehr. Ich komme aus dem Schatten. Ich füge mich. Der ist nicht. Bäh. So, dann machen wir den ganzen Glibber auch noch weg. So, da ist mich. Ja, da ist ja noch mehr. So, ist im Namen der Ehre nicht im Film. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack. So, das haben wir gesäubert. So, mal gucken. Das hatten wir auf jeden Fall gesäubert. Hier kommen wir eh nicht hin. Also, einmal nach da. Der ganze Rest ist ja gesäubert worden von uns. Ist ja auch kein Kriecher mehr übrig geblieben. Also kein Kriechertumor. Sprich, wir können uns gemütlich hier versammeln, genau. Ich hab jetzt mal Langeweile. Wie? Seht ihr nix? Schade. Schade, ich sehe da nichts. Was ist das Gelbe? Das ist die Ressource. Also das da ignoriere ich jetzt mal. In der Hoffnung, dass das nicht irgendwo dazu gezählt. Ich füge mich. Ich bin die Klinge der Nerasim. Im Namen der Lehre. Faszinierend. Khatum. Ja, okay, ist ja denn echt nicht mehr so viel los? Und das war es dann theopraktisch. Alle Starthangars sind wieder unter unserer Kontrolle. Matriarchen, ihr könnt nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Atanas. Das werden wir euch nie vergessen. So, haben wir auch alles freigeschalten. Nee, uns fehlt wieder ein Punkt. Was denn? Befreien Sie nach auf Schwierigkeitsgrad normal alle Protoss-Starthangars, bevor der letzte leere Modus erscheint. Och nö! Hab ich doch. Moment. Alle Hangars. Mist. Haben wir nicht. Na egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der Theorie morgen, glaube ich, wieder. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Egal wann die kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.